Mein Name ist Marc Lachmann, wurde schon gesagt, Lehrer am Gymnasium in Fehrbenden in Moers. Neben dieser Tätigkeit bin ich auch noch in der Lehrerfortbildung tätig, der Bezirksregierung Düsseldorf, im Bereich Lernplattformen, insbesondere Moodle. Und von daher kenne ich einige der vorgebrachten Bedenken bzw. Probleme aus dem täglichen Alltag. Wenn ich an unterschiedliche Schulen komme, weiß ich sowohl, wie die Kollegen reagieren, wie gut die geschult sind. Natürlich kann ich auch erkennen, wie die Infrastruktur da ist. Und die ist sehr unterschiedlich. Da ist nicht alles schlecht, das muss man ganz klar sagen. Das ist aber sehr unterschiedlich. Und ich bin oder durfte 3 Jahre lang eben Projektleiter zusammen mit meinem Kollegen sein und durfte dieses europäische Projekt durchführen. Dazu sofort mehr. Ja, hallo, kann man mich hören? Das ist eine starke Rückkopplung. Ja, okay. Ich glaube, das liegt an diesem Mikrofon, kann das sein? Ja, kann man das ausmachen. Technik. Das geht mir jetzt besser, wenn ich daneben stehe. Ja, mein Name ist Andreas Weber, ich bin auch Lehrer am Gymnasium in Fehrbenden und wir haben zusammen dieses Projekt geleitet und sind zu ganz interessanten Ergebnissen gekommen, die auch hier schon eindeutig miteinander korrelieren. Cool. Ja, wir beginnen mal. Ihnen ganz kurz, wirklich nur ganz kurz zu nennen, was war das nochmal für ein Projekt? Das war ein 3-jähriges Projekt, von der EU gefördert, eben um den Grenzraum zwischen Deutschland und den Niederlanden zu unterstützen, strukturschwach, auch im Bereich IT. Wir haben, kommen selber aus Kleve, da Regionen, die sind wirklich sehr schlecht angebunden ans Internet, da tröpfeln die einzelnen Daten nur so raus. Und Ziel war es eben jetzt, mal auszuprobieren, das, was im Prinzip dieses junge Mädchen hier symbolisiert, nämlich das Gerät, was sie ohnehin den ganzen Tag bis ins Bett mitnimmt, nämlich das Smartphone, in den Unterricht zu integrieren und das einzusetzen. Und wir sind, haben das wirklich sehr ernst genommen, weil Bring Your Own Device wird häufig gleichgesetzt mit dem Ansatz, ich bringe mal oder ich setze WLAN-fähige Geräte ein. Bring Your Own Device in dem Projekt, so wie wir es verstanden haben, ist, dass die Schülerinnen und Schüler wirklich ihre eigenen Geräte mitbringen und wir quasi nicht einen riesigen Pool von anderen Computern in der Hinterhand haben, den wir dann kurz austeilen. Was passiert also, wenn wir diese Geräte einsetzen? Daran waren 2 8. Klassen beteiligt mit je 30 Schülerinnen und Schülern und die haben das eben über 3 Jahre hinweg ausprobiert. Weiterklicken. Ja, nochmal. So, wir steigen mal mit den Prämissen ein und das war letztendlich schon ein Stück weit wie so ein Labor natürlich für uns. Wir haben uns durchaus an einigen Prämissen festgehalten, die hier gerade schon von dem Professor Boos ja schon widerlegt wurden. Aber wir beginnen erstmal damit, dass eigentlich jede Schülerin und Schüler ein digitales Endgerät heute besitzt. Sie werden sagen, einwenden, nee, nicht jeder. Bei uns an der Schule und vor allen Dingen in diesen beiden Klassen ist es so gewesen. Wirklich zu 100%, nein, das stimmt nicht ganz, zu 90% eine Verfügbarkeit. Dazu kommen wir später. Wir haben gerade schon über die berühmten Digital Natives gesprochen. Und wir sind wieder besseren Wissens davon ausgegangen, die können aber mit ihren kleinen Geräten umgehen. Selbst wenn die vielleicht mit Word und mit Excel, was wir so verlangen am Gymnasium, das nicht unbedingt so können, dann können sie doch zumindest mit ihren Geräten umgehen, mit ihren Smartphones, mit ihren Tablets und so weiter und so fort. Und sie kennen letztendlich das Ergebnis an der Stelle schon. Das war für uns eine satte Enttäuschung. Uns ist ganz klar, dass für die Schülerinnen und Schüler, die keine Geräte haben oder nur schlechte Geräte haben, dass wir uns natürlich um Chancengleichheit bemühen. Als wir das Projekt angedacht haben, war das nicht klar, dass wirklich 100% oder 90%, wie es in dem Fall dann bei uns auch war, die Geräte haben. Von daher mussten wir in der Hinterhand natürlich uns überlegen, was passiert eigentlich, wenn wir das Projekt Bring Your Own Device mal auf die ganze Schule übertragen. Dann können wir ganz sicher sein, dass wir dann nicht mehr ausreichend, also jeder Schüler sein eigenes Gerät mitbringt. Und dann müssen wir als Schule quasi dafür sorgen, dass Ersatzgeräte oder Leihgeräte oder wie auch immer vorhanden sind. Wir sind auch davon ausgegangen, dass die Geräte, die mitgebracht werden, das einzige Kriterium war übrigens, es muss ein Browser drauf installiert sein,
dass diese Geräte, die Vielfalt der Geräte, diese Heterogenität eigentlich ein Mehrwert ist. Wohlgemerkt, die Schülerinnen und Schüler können mit dem Gerät umgehen. Und dann schauen wir auch mal, das war so ein Teil eben des Laborcharakters, dann schauen wir mal, was passiert. Das werden wir Ihnen berichten, wie das ausgeht. Und oder wir haben vorausgesetzt, dass die Technik letztendlich funktioniert. Wir sind den Partner das Kommunale Rechenzentrum Niederrhein. Viele von Ihnen werden das Kommunale Rechenzentrum Niederrhein, KRZN, kennen. Das ist der Punkt, kann ich jetzt schon sagen, ja, hat funktioniert. Es gab zwar Einstiegsprobleme, aber wir durften mit dem Geld, das wir haben, ein flächendeckendes WLAN-Netz über unsere Schule spannen. Wir sind mit 100 Mbit symmetrisch angebunden, also in beide Richtungen. Ja. Und wir haben nicht diese Home-Access-Points bei uns aufgehängt, sondern wir haben Access-Points, die im professionellen Bereich eingesetzt werden. Kann man sich leisten, wenn man in einem Projekt dieser Art mitmacht. Ansonsten wird das für jede Kommune nicht möglich sein, zum gegenwärtigen finanziellen Stand. Aber da haben wir ja schon gehört, vielleicht tut sich ja auch diesbezüglich was. Ein ganz wichtiger Punkt ist immer, wenn wir davon berichten, man sagt, ja, bei euch, bei Ihnen, an der Schule, das scheint ja funktionieren, aber ich kenne ja Schulen, da geht das nicht. Die Lehrer. Wir haben heute schon gehört, die Lehrer haben wirklich in vielen Bereichen wenige Kompetenzen. Das ist bei uns nicht so viel anders. Also ich betone immer, wir sind absolut keine computeraffine Schule. Wir sind eine absolute Durchschnittsschule. Das ist für Sie, für die Bewertung hinterher ganz wichtig. Wir sind eine Durchschnittsschule. Aber wir haben eine relativ lange Tradition, was eben den Einsatz von Lernplattformen beispielsweise anbetrifft. Und das ist bei uns mittlerweile tägliches Brot. Und von daher sind alle Sachen, die wir sonst noch einsetzen, sind notwendig und werden auch dann irgendwie bereitwillig geschluckt. Ich glaube, das sind so die wesentlichen Punkte. Ja, als wir uns damals dem Projekt angeschlossen haben, wussten wir natürlich, es gibt da viel Geld und eine tolle Ausstattung. Ganz klar, das ist ein wichtiger Punkt. Aber wenn wir dieses Projekt erfolgreich in den Schulalltag implementieren wollen, dann ist für uns der pädagogische Bedarf der zentrale Punkt. Und wir haben pädagogische Probleme. Ein ganz einfaches Problem, das hier ja auch schon angeklungen ist, nicht, dass bei uns die Geräte nicht funktionieren, bei uns funktionieren die Geräte. Wir haben aber drei Räume an unserer Schule für 1000 Schüler. Wir nutzen die Räume bis zum Anschlag. Fragen wir die Stadt Moers, kriegen wir noch einen weiteren Raum, sagen wir erstmal, wo denn? Ihr habt doch gar keinen, ihr habt den Raum gar nicht, muss den Klassenraum genommen werden. Die zweite Frage ist, es gibt ein Konzept, alle Schulen werden mit so und so vielen Räumen ausgestattet, ihr könnt jetzt nicht einfach einen weiteren Raum haben, kostet kein Geld, Haushaltssicherungskonzept und so weiter. Also haben wir uns überlegt, was können wir denn machen? Denn wir haben den Bedarf. Und das Problem, was Sie geschildert haben, man zieht da durch mit dem Französischklasse, man zieht da einmal quer durchs Gebäude, kommt an, die Maschinen starten, bei uns starten sie, wie gesagt, aber das ist natürlich ein Problem, das haben wir auch. Das ist nicht angebracht. Von daher haben wir pädagogische Probleme, wie beispielsweise das individuelle Lernen, da brauche ich nicht drauf einklingen. Inklusion ist individuelles Lernen, machen wir uns da nichts vor. Da brauchen wir die Maschinen, ohne dem geht es nicht. Und einen ganz wichtigen Punkt haben wir erkannt. Solange wie wir auch schon uns mit Computern an der Schule beschäftigen, wissen wir eine Sache nicht. Wir wissen nicht am Ende von Klasse 12, welche Kompetenzen eigentlich unsere Schülerinnen und Schüler in den letzten 8 Jahren erworben haben. Warum wissen wir das nicht? Weil wir nirgendwo festgehalten haben, wo denn welche Kompetenzen zu erwerben sind. Weil bei uns können Schülerinnen und Schüler auch heute noch da durch die Schullandschaft gehen, durch unsere Schule gehen, 8 Jahre ans Filamenten gehen und die lavieren sich durch und haben entweder Glück oder Pech, weil sie einen Kollegen haben, der entweder sehr computeraffin ist oder aber Kollegen haben, die gerade dann den Computer nicht eingesetzt haben. Aber das kann ja nicht über Glück oder Pech der eigentliche Lehrer darüber entscheiden. Also muss ein Konzept her. Wir wollen am Ende, und da zeigen wir Ihnen auch gleich ansatzweise ein Konzept, wir wollen eine verlässliche Medienkompetenz am Ende von Klasse 12, und zwar, die wir schriftlich festhalten können. So, Herausforderungen.
hatten wir einige. Und wenn ich dich da nochmal bitten dürfte, nochmal zu drücken. Alle Schülerinnen und Schüler haben, also diese 60 Schülerinnen und Schüler haben in dem Projekt Smartphones, überwiegend Smartphones eingesetzt. Also die eine Klasse hat mehr Smartphones eingesetzt, die andere, die hat mehr Tablets, werden so gut wie gar nicht mitgebracht, und Laptops. Die waren einfach nicht vorhanden. Ne? Die Schüler haben nicht extra was angeschafft, sondern haben das mitgebracht, was sie haben. So, und dann haben wir also festgestellt, das wird sich in den nächsten Jahren ändern, aber Smartphones als auch Tablets sind für viele Dinge heute noch gar nicht geeignet, weil sie nicht wirklich, also die Internetseiten sind noch nicht geeignet, weil die eben für diese kleine Darstellung nicht optimiert wurden. Da müssen sie auf manchen Seiten, auf wissenschaftlichen Seiten scrollen, 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 haben sie das wieder vergessen. Da geht mehr Zeit mit dem Suchen dieser Zahl verloren, als dass sie letztendlich damit wissenschaftlich oder in irgendeiner Art und Weise arbeiten können. Das heißt, also Smartphones mit kleinen Bildschirmen sind für viele Dinge eigentlich gar nicht geeignet. Das ist unsere Erfahrung. Das heißt nicht, dass sie ungeeignet sind, aber sie sind für viele Dinge nicht geeignet. Ein weiterer Punkt, auf den Sie hinweisen müssen, bring your own device, Schüler bringen ihre Geräte ja selber mit, kann nicht verpflichtend sein. Das sind Privatgeräte. Wir bitten die Schüler, die Geräte mitzubringen. Wenn ein Schüler, eine Schülerin zu dem Ergebnis kommt und sagt, nö, möchte ich nicht, oder nö, nicht für Mathe, mache ich nämlich nicht gerne. Und wenn man in der Pubertät ist, kann man schon mal auf so eine Idee kommen, spätestens da. Oder für den Lehrer, oder was weiß ich, dann hat man ein Problem. Und dann brauchen Sie nämlich das, was hier als eine der größten Erkenntnisse, wir eigentlich schon hätten vorher wissen können, aber sich herauskristallisiert hat, ohne einen Pool, einen großen Pool, ohne Klassensätze, schuleigener Geräte, die homogen sind, wo der Kollege, der eigentlich nicht so computeraffin, also gar nicht computeraffin ist, aber auch Unterricht machen muss, dann muss er darauf zurückgreifen. Dann kann der nicht sagen, guck doch mal und gib das mal deinem Smartphone ein. Und der Schüler sagt, zeigen Sie mir mal, wo soll ich denn da was eingeben? Ja, sagt er, bei Android kenne ich mich aus, aber bei Apple nicht oder bei Microsoft nicht. Also die Heterogenität, die wir uns als Vorteil erhofft haben, muss man sagen, die gibt es nicht. Ein weiterer Punkt, Chancengerechtigkeit, und ich sage, bei uns an der Schule ist so, wir gehen davon aus, dass wir 10% Leihgeräte brauchen. Bei 1000 Schülern sind das 100 Geräte. Schade, dass hier niemand aus der Stadt Moers dabei ist. Wenn ich mir das sagen würde, wird wahrscheinlich jetzt auch sich nicht zu erkennen geben. Ist natürlich bei 3 Computerräumen, die schon schwierig zu finanzieren sind, jetzt nochmal 100 Geräte, also nochmal 3 Räume, ist natürlich absurd. Ja. Das, darauf wird es hoffentlich hinauslaufen. Ich hoffe ja auf Ihre Finanzspritze da. Herr Boos, ich rufe Sie dann demnächst nochmal an und frage nach, wann Sie das Geld überweisen. Die Geräteklasse ist eine Frage, die wir uns bis heute nicht geklärt haben. Und wir sprechen jetzt hier nicht die großen Firmen an, sondern die Geräteklasse. Also ist ein Smartphone wirklich geeignet? Wir kommen gleich noch dazu. Ja, ist geeignet. Aber ist ein Tablet geeignet? Wer hat denn ein Tablet? Wer bringt den privaten Tablet mit? Das ist doch viel zu groß. Ich habe doch auch so ein Smartphone in der Tasche. Außerdem so ein Ding ans Ohr halten ist auch schlecht. Netbook und so weiter sind uncool. Ja, finden wir aber wiederum ziemlich cool, weil man kann da schon ziemlich gut drauf tippen. Also welches Gerät brauchen wir da? Und dann haben wir noch so kleine andere Ausstattungsmerkmale. Der Schlüssel steht hier für die Schließfächer, die wir nämlich zur Verfügung gestellt haben. Wenn jemand nämlich so einen großen Trümmer Laptop bei Bring Your Own Device mitbringt, ja, 8-Klässler springen auch schon mal gerne auf Tornister drauf. Dann ist das nämlich ein Schadensfall. Aber dazu kommen wir gleich an der Stelle noch. Also muss das Ding eingeschlossen werden. Also wer bezahlt die Schließfächer? Na klar, die Stadt. Nicht? Nein, natürlich nicht. Die wurden aus dem Projekt bezahlt. Wie wir das langfristig machen, wissen wir nicht. Einmal noch. Den Punkt können wir jetzt ja ganz kurz abhandeln. Hat der Professor Boos ja geklärt. Es sind keine, oder ich würde mal sagen wenige, also Level 3 oder Kompetenzstufe 3 finde ich toll. Ich dachte immer, bei uns wäre Kompetenzstufe 1, also so gefühlt. Das, was wir, welche Erwartungen wir haben, zumindest für eine 8. Klasse. Da muss dann mehr kommen, die Schülerinnen und Schüler können sich nicht aus. Das liest man zwar immer, die dummen Lehrer, die schlauen Schüler. Es ist häufig leider
andersrum. Oder zum Glück. Bitte. Okay, kommen wir zu dem Thema, was der Kollege gerade schon ansprach. Was passiert, wenn der 8-6-Klässler auf den Tornister des 8-Klässlers springt und das Gerät ist kaputt? Die Frage haben wir uns vorher natürlich auch gestellt, nicht nur wir, sondern auch die Eltern. Wir haben vorher Infoveranstaltungen gemacht und dann sind die Eltern gekommen, ja, was ist denn jetzt, wenn? Ja, da blieb uns nichts anderes übrig, als mal bei den Versicherungen nachzufragen. Sie können sich vorstellen, wie das ausgeht. Der Schulträger bezahlt keine Versicherung für private Geräte. Die Eltern müssen das selbst finanzieren, solch eine Versicherung. Jetzt haben wir bei Versicherungen angefragt, was wird denn sowas kosten? Da kommt dann die Antwort, naja, da können Sie in 2 Jahren können Sie einen neuen kaufen. Also, versicherungstechnisch ist das ganz schwierig. Man kann das versichern mit sogenannten Geräteversicherungen. Über die Hausrat zum Beispiel der Eltern sowas nicht versichert, hat man keine Chance. Was wir aber sagen müssen an unserer Schule ist, nicht ein Gerät kaputt gegangen in den 3 Jahren, nicht ein Gerät ist verloren gegangen. Also von daher hatten wir diese Probleme gar nicht. Man kann davon ausgehen, dass Schüler ihr Smartphone, was sie zum Geburtstag bekommen haben, für 500, 600 Euro mittlerweile kosten die Geräte ja, sie passen drauf auf. Aber man kann ja nicht davon ausgehen, dass das in jeder Schulform so ist. Bei uns war es zum Glück so. Okay. Ich möchte Ihnen jetzt kurz vorstellen, was man unterrichtsbegleitend und dann noch im Unterrichtsprojekt bezogen mit den Geräten machen kann. Und dazu möchte ich ganz kurz, warte. Herr Bettnarz, dass jetzt die Schüler hier im Internet recherchieren können und so weiter, wie hilfreich ist das für den Unterricht? Warum dürfen wir das? Es ermöglicht natürlich gerade im sozialwissenschaftlichen Unterricht eine absolute Aktualität. Also wenn ich zum Beispiel das Lehrbuch aufschlage, dann habe ich da Daten, die vielleicht 2, 3 Jahre alt sind. Aber wenn ich in eine ganz aktuelle politische Debatte gehe, im SOBI-Unterricht, dann habe ich natürlich auch unglaubliche Chancen, die sich durch die Internetnutzung eben eröffnen. Sie sehen, der Kollege bei uns, Sozialwissenschaften unterrichtet er nutzt die Geräte sehr gern. Er versucht dort mit den Aktualitätsbezug im Fachunterricht auf jeden Fall auf einem hohen Level zu halten. Sie können sich vorstellen, ein Lehrbuch, ich weiß nicht, wer von Ihnen das letzte Mal ein Lehrbuch in der Hand hatte, die Informationen, die dort drinstehen, sind häufig 5 bis 10 Jahre alt. Denn er, die Wissenschaft, das freigibt, bevor das dann im Schulbuch landet, das dauert ewig. Deswegen ist der Einsatz von diesen kleinen Geräten, also Handys, Smartphones, wie auch immer, sehr gut zu nutzen, um dort den Aktualitätsbezug herzustellen. Was wir auch festgestellt haben, gerade die Sprachenlehrer, wo sie vorhin sagten, dass sie nicht durch das ganze Schulhaus rennen wollen, haben wir festgestellt, Online-Wörterbücher ist deutlich besser als vielleicht dieses dicke Oxford-Ding. Das kennen Sie vielleicht, der Lehrer fährt mit seinem Oxford-Wagen durch die ganze Schule. Es ist wesentlich schneller, das so zu lösen, das Problem. Hier haben wir nochmal den Begriff Geografie, Bevölkerungszahlen ändern sich stetig. Ja, das Schulbuch ist dort deutlich veraltet. Was mir immer ganz wichtig ist als Historiker, Quellenkritik, Sie sprachen es vorhin an, im Buch habe ich mal eine Quelle zu einem Thema, aber was ist denn mit der ganz anderen Seite? Warum? Ich brauche Multiperspektivität. Ich nehme immer ganz gern dieses Bild. Das Jahr 2003, können Sie sich vielleicht erinnern. Es gab Amerika und den Irak. Der Irakkrieg hat wieder stattgefunden. Es ist die Frage, wie sehen das die dort leben und wie sehen das die Leute in Amerika? Wie sehen die diesen Krieg? Und ganz einfach, warum können wir nicht das Internet nutzen? Klar können wir nicht alles übersetzen, das geht nicht, aber wir können natürlich auch können unsere Presse und die englische Presse können wir vielleicht ganz gut lesen und übersetzen. Von daher ist der Blick auf einen Punkt ist viel wichtiger, als sich das Ganze einseitig anzugucken. Und dabei hilft auf jeden Fall unterrichtsbegleitend das Smartphone oder das Tablet, im Ganzen das Internet. Okay, gut. Noch ganz genau. Darf ich Sie nun zu den Frauen begleiten? Hier sehen Sie 2 weibliche Skelette. Die eine sitzt auf einem Stein und hat ein Baby auf dem Schoß. Die andere Frau hat wahrscheinlich etwas umgerührt oder zerstochen.
Hier aber ein schönes Beispiel mal, wie man eine Dokumentation auch von Schülern produzieren lassen kann. Sie sehen, es ist eine, hinten konnte man es wahrscheinlich nicht so gut sehen. Es ist ein, also so eine Art Schuhkarton. In dem Schuhkarton finden wir eine Lebensgemeinschaft aus der Steinzeit. Dass die Kinder haben die analog ausgeschnitten und haben das Ganze dann abgefilmt und haben da eine Dokumentation drüber gemacht. Also das heißt, die Kinder mussten in der Lage sein, einigermaßen das abzufilmen und dazu zu reden. Kommen wir vielleicht zu den Projekten, die man mit Bring Your Own Device machen kann oder auch halt mit den schuleigenen Geräten, wenn man welche hat. Wir haben festgestellt, wenn man den Unterricht ein wenig umgestaltet Richtung Projektunterricht, kann man feststellen, dass wir auf jeden Fall dort die Motivation steigt. Das ist auf jeden Fall eindeutig zu erkennen. Ich habe festgestellt, dass die Schüler wirklich tiefgründiger und intensiver sich mit einem Thema auseinandersetzen müssen, um dann ein eigenes Projekt zu erstellen. Ja, die Inhalte müssen vorher geklärt werden, bevor man überhaupt irgendwas zustande bekommt. Was wir auch festgestellt haben, dass das eigene Produkt wirklich eine sehr hohe Identifikation hervorruft. Mich haben Schüler gefragt, ich habe erst gefragt, darf ich denn eure Sachen mal so einem großen Plenum vorstellen? Ja, unbedingt. Habe ich in der nächsten Woche vergessen, das Ganze abzuholen. Herr Weber, Sie wollten doch. Also diese hohe Identifikation ist bei den Schülern auf jeden Fall vorhanden. Was man aber sagen muss, solch ein projektorientierter Unterricht dauert Zeit. Man hat einen sehr hohen Zeitaufwand. Jetzt kommt noch ein, da sehen Sie mal, wie eine Schülergruppe, ein ganz unleidsames Thema in der 9. Klasse ist die Meiose. Ich weiß nicht, wer sich daran erinnern kann. Ganz unangenehm, ja, hat irgendwas mit DNA zu tun, da verschiebt sich irgendwas. Chromosomen ausgetauscht werden. So dass zum Beispiel ein Doppelchromosom vom Vater nun DNA-Abschnitte vom Doppelchromosom der Mutter enthält und umgekehrt. Den Vorgang bezeichnet man als Stückaustausch oder Crossing Over. In den anschließenden Phasen 2 bis 4 werden die Doppelchromosomen so auf die Tochterzellen verteilt, dass von jedem Paar Doppelchromosomen ein Exemplar jeder Tochterzelle vorliegt. Ja, hier sehen Sie mal, wie solch eine Animation an einem ganz einfachen Tablet hergestellt wurde. Also es ist nichts Wildes, es ist eine Art Comicprogramm, wo man vorher die Pfade festlegt und dann wandern diese geometrischen Figuren dorthin. Ja, das war so ein Ergebnis aus einem projektorientierten Unterricht. Ich hoffe, dass die Schüler mittlerweile jetzt, aufgrund der Tatsache, dass das wirklich relativ lange gedauert hat und sich da intensiv mit beschäftigen mussten, auf jeden Fall mehr hängen geblieben ist als in den vorangegangenen Jahrgängen. Ja, die Fragestellung, die sich natürlich auch dahinter verbirgt, wir haben natürlich ein pädagogisches Ziel, nämlich die Vermittlung des Stoffes und Vermittlung der Kompetenzen, beziehungsweise das Anregen, dass die Schülerinnen sich die Kompetenzen aneignen. Die Frage ist aber, Bring Your Own Device, so wie wir es dann durchgeführt haben, wie gut kommt das denn eigentlich bei Schülern an? Wir haben ja gehört, in Kanada, glaube ich, war es, da setzen die regelmäßig die Maschinen ein. Wir haben leider nicht gefragt, ob die Schülerinnen und Schüler das wirklich gut finden. Wir haben das bei der Zahl von 60 Schülerinnen und Schülern gemacht und wir kommen zu komplett unspektakulären Ergebnissen. Denn die Antwort ist ein ganz klares Ja, Nein oder Vielleicht. Deshalb so klar, weil es ganz deutlich von unterschiedlichen Parametern abhängt. Also beispielsweise die Affinität. Wir haben Schülerinnen und Schüler, die waren froh, wenn wir gesagt haben, so passt mal auf in den nächsten Wochen, obwohl ihr ja die Bring Your Own Device Klasse seid, wir basteln mal was. Die waren also wirklich absolut froh, dass sie gesagt haben, ja Gott sei Dank, endlich mal wieder nicht mit dem doofen Computer. Ja, wir wollen nicht. Das liegt natürlich auch daran, dass wir ein Stück weit übermotiviert waren als Kollegen und gesagt haben, wir müssen es häufig einsetzen. Das sind so Dinge, die man auch lernen muss als Kollege oder als Kollegin. Aber wir haben auch festgestellt, es gibt einfach Schülerinnen und Schüler, die wollen das gar nicht. Die wollen nicht mit den Maschinen arbeiten. So viel zum Thema Net Generation und alle sind besser. Die Vorkenntnisse haben wir ja schon angesprochen. Wir sind ja davon ausgegangen, viele Geräte sind ja gut und vor allen Dingen der Ansatz war der, die Schüler helfen sich untereinander. Das hängt natürlich von Klasse zu Klasse, ist das sehr unterschiedlich. Das war auch bei uns so der Fall, in einer Klasse hat das besser funktioniert, in der anderen Klasse eben nicht, je nachdem wie da die Vertrauensstellung ist. Und eine ganz einfache Sache ist dann, immer wenn es eine Note dafür geht, zumindest ist es am Gymnasium schon mal eher so, da gibt man nicht unbedingt die letzte Information an den Nachbarn ab. Weil man will ja den entscheidenden Vorteil haben und gegebenenfalls die bessere Note. Ja.
Also das ist schwierig. Die Bedeutung im Unterricht, ja, wir haben eine große Bedeutung, hat man gesagt, ihr müsst die Sachen eingeben. Folglich war der Druck auch auf die Schüler etwas größer, jetzt mit dem Computer zu arbeiten. Im Alltag egalisiert sich das dann. Die eigene Ausstattung ist natürlich auch eine Rolle. Und da müssen wir feststellen, dass es in Klasse 8 und Klasse 9 kein Problem war. Weil die wissen genau, der eine Schüler oder die andere Schülerin kommt aus guten oder sagen wir mal, sind besser situiert und die anderen können sich eben dann nur ein einfaches Android-Gerät kaufen und keines mit dem von der Apfelfirma. Das wissen die schon, das wissen die sehr genau, dafür brauchen die Geräte nicht raus haben. Weil in der Funktion, in dem, was sie können, sind ja, jetzt sage ich es doch mal, Apple-Geräte ja nicht wirklich besser, vielleicht wird der eine oder andere widersprechen, aber nicht wirklich besser für die einfachen Recherchen als Android, Nokia oder Microsoft oder was weiß ich, was es da gibt. Also bei den basalen Kompetenzen oder beim basalen Einsatz spielt das Betriebssystem überhaupt gar keine Rolle und die Firma. Die Klassensituation, habe ich schon angesprochen, ist ganz wichtig und dann die Umsetzung im Unterricht. Also ganz viele Aspekte, die wir festgestellt haben, also die Net Generation, die Schüler, die gerne und die machen alle gerne, das ist komplett falsch. Und von daher müssen wir da relativ breit arbeiten. Ja, und genau das führt uns dazu. Wir haben ja mit Partner, wir haben ja auch eine andere Partnerschule in dem Projekt gehabt, die Walter-Bader-Realschule in Zanten. Und die war gerade im Begriff, zur Gesamtschule zu mutieren, weiterzuentwickeln, neu zu gründen. Und ich sag mal so, das sind so quasi die besten Bedingungen, gerade wir haben ja in Nordrhein-Westfalen viele Sekundarschulen, Gesamtschulen, die neu gegründet wurden, beste Bedingungen, um auch neu zu starten, mit einem meistens auch neuen Kollegium, mit einer guten Ausstattung, manchmal auch mit räumlichen Veränderungen, infrastrukturellen Veränderungen, da einzusteigen und zu sagen, wir machen ein Medienkonzept und wir steigen neu ein. Wenn ich Ihnen das, wenn Sie mich fragen würden, wo ist mein Geld am besten investiert, dann muss ich wirklich sagen, da. Weil die beginnen neu und die machen vieles grundlegend und hoffentlich grundlegend besser. Also das unterstelle ich jetzt erstmal, da bin ich Optimist. Die gewachsenen Schulen haben ein Problem. Da können wir nämlich nicht einfach sagen, so, jetzt hier, wir haben jetzt hier WLAN oder Sie haben jetzt hier 100 Tablets und jetzt wird der Unterricht besser oder erstmal anders. Das funktioniert nicht. Denn die Menschen, sowohl die Schüler als auch die Lehrer, die sind dieselben. Und da brauchen wir wirklich eine Evolution. Und Evolution braucht Zeit. Zumindest wenn es qualitativ hochwertig ist. Und unser Ziel ist ganz klar, dass, und da sind wir auf einem wirklich guten Weg, bei uns an der Schule am Phil Labenne, dass wir sagen, wir wollen in Richtung einer digitalen Schulkultur, wobei wir mittlerweile so weit sind, dass wir sagen, digital können wir streichen, weil heute geht es nicht mehr ohne digital, also zu einer veränderten Schulkultur. Aber um das nochmal zu betonen, zu einer digitalen Schulkultur. Und da muss man ganz klar sagen, setzen wir ganz stark auf mehrere Produkte, mit denen das möglich ist. Logineo haben wir relativ lange im Einsatz, relativ lange. Edo-Sharing ist ein Teil von Logineo, das werden Sie wahrscheinlich wissen, haben wir zum Teil mitentwickelt, also haben wir dem kommunalen Rechenzentrum auch Pate entstanden und gesagt, das muss noch verbessert werden, das muss noch verbessert werden. Da ist auch immer noch Verbesserungsbedarf, aber das ist letztendlich ein gutes Produkt, das wir gerne an unserer Schule einsetzen, vor allen Dingen für die Unterrichtsorganisation. Wir sind aber ursprünglich von einem anderen Produkt gekommen, das ist nämlich Moodle. Wir sehen hier die Konkurrenz zu Facebook. Wir brauchen letztendlich eine Homebase, eine virtuelle Schule für unsere Daten. Wir können ja nicht den Schülerinnen und Schülern sagen, ja, leg mal deine Daten in Dropbox ab, deine Arbeitsergebnisse oder meinetwegen auch bei der Telekom oder bei Microsoft mit 365, mit dem neuen Office-Produkt, was da an den Start kommt. Das können wir eigentlich nicht machen und von daher haben wir in der Vergangenheit, dann haben wir an Phil Labenne eben die Tradition, das in Moodle abzulegen und das ist eben auch die Lernplattform, in der Lernen funktioniert. Und das ist eben anders als Logineo, was mehr ein Verwaltungsaspekt ist, während natürlich, das wissen Sie, Moodle hier mehr unterrichtet. Das ist ein Teil unserer verlängerten Schulbank und quasi der Anlaufpunkt, um mit digitalen Geräten zusammenzuarbeiten. Sie müssen irgendwo Ablagepunkte haben, wo die Inhalte, die wir gerade gesehen haben, dann auch zu finden sind. Ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich die Curriculumsentwicklung. Und
Und da muss man sagen, sind wir jetzt so weit, dass wir leider neu anfangen. Und zwar dürfen bislang bei uns die gesamte Oberstufe das Internet nutzen. Im Unterricht. Mit Absprache der Kolleginnen und Kollegen. Das sind aber auch zum Teil, da sind mittlerweile Schülerinnen und Schüler drin, die jetzt auch vorher in dem Projekt drin waren. Die sind dementsprechend schon geschult. Wir müssen aber auch abseits des Projektes weiterentwickeln, uns weiterentwickeln. Und da ist der Ansatz, das ist vielleicht nicht ganz so gut zu erkennen, aber von oben links, da stehen die Klassen von Klasse 5 bis Klasse 12 und hier links stehen die Fächer. Und unser Ansatz ist eigentlich ein ganz simpler. Wir wollen festschreiben, dass in jedem Unterricht es verbindliche, verpflichtende Inhalte gibt, in denen Kompetenzen gemäß des Medienpasses, sehen Sie denn hier, bedienen, analysieren, produzieren, präsentieren, erworben werden. Sodass wir das von mir eingangs erwähnte Erfordernis, nämlich in Klasse 12 zu wissen, was haben die Schülerinnen und Schüler erlernt, dass wir das eben auch dann auf einem Papier den Schüler oder der Schülerin mitgeben können und das letztendlich wissen. Und auf das Konzept kann ich jetzt an der Stelle nicht weiter eingehen, aber ich kann Ihnen so viel sagen, natürlich haben wir, und das sagte ich ja, Schülerinnen und, oder Kolleginnen und Kollegen, die mit dem Computer nicht wirklich so gut umgehen. Sie sind aber jetzt nach dem neuen Konzept auch gefordert, vor allen Dingen in Religion, vor allen Dingen in den Nebenfächern, dort tätig zu werden und Kompetenzen zu vermitteln, die wiederum auch den anderen Fächern dann entgegenkommen. Und deswegen ist es ganz stark wichtig oder ganz stark nötig, dass wir eben feste Lerneinheiten festschreiben. Und wir haben die eben, weil wir es eben gewohnt sind, bei uns in dem Moodle-System abgebildet. Hier in dem Fall für Erdkunde, das ist WebGIS, also Umgang mit digitalen Karten. Von Klasse 5 bis Klasse, ist hier nicht mehr abgebildet, bis zur Q2, bis zur Klasse 12. Und da kann der Lehrer darauf zugreifen. Da hat die Fachschaft Erdkunde abgestimmt, wir machen einmal im Jahr oder vielleicht zweimal im Jahr, je nachdem, jetzt hier Klasse 5 haben wir zwei Einheiten, da muss es gemacht werden, ob das am Anfang gemacht wird oder nicht, ob der Schüler, ob der Kollege das kann oder nicht. Er findet alle Informationen hier und das haben wir verpflichtend im Curriculum stehen und haben darüber eine Absprache. Und da wir das auch für die gesamte Schule jetzt machen wollen, durchführen, für 5 und 6 haben wir das angedacht, kommen wir zu einer verpflichtenden Vermittlung der Medienkompetenz. Und das ist meines Erachtens ein ganz wesentlicher Punkt, damit Sie sicher sein können, die Geräte, die wir den Lehrern da hinstellen, werden auch genutzt. Denn das erlebe ich im Rahmen meiner Fortbildungstätigkeit auch immer wieder, dass wir da an Schulen kommen und dann stehen dann 30 Maschinen. Warum auch immer. Digitale Schulkultur, nur mal ganz kurz umfasst. Ich hatte vorher da in dem Vortrag eigentlich relativ viele Beispiele stehen, aber ich will das jetzt mal nur allgemein sagen. Heißt letztendlich, die Materialien oder den Computer regelmäßig einzusetzen. Regelmäßig heißt ganz sicher nicht immer, sondern regelmäßig, aber häufig. Und dann selbstverständlich und kompetent. Und dafür kann ich nämlich nicht nur zweimal in der Woche oder sogar nur einmal in der Woche oder jede zweite Woche in den Computerraum rüber marschieren. Das geht nicht. Wenn ich ein Problem habe, dann gehe ich doch nicht mit 30 Schülern rüber und sage, recherchiert mal eben und dann gehen wir wieder zurück. Das funktioniert nicht. Dafür brauchen wir digitale Endgeräte, dafür brauchen wir WLAN in den Schulen, dafür brauchen wir auch Bring Your Own Device. Und damit kommen wir zu dem Fazit von uns. Bring Your Own Device in der klassischen Form, dass Schülerinnen und Schüler ihre eigenen Geräte im schulischen Kontext einsetzen, ist ein Add-on, ist ein Zusatz. Wird nie Ersatz sein für eine strukturierte Verkabelung, für das Anschaffen und Ausstatten von Computerräumen. Das hört sich ebenso an, als wenn Sie da Zweifel haben, ob das Sinn macht. Doch, es macht natürlich Sinn, zu bestimmten Situationen wirklich zu wissen, da läuft dieses und jenes Programm, da ist eine Tastatur. Und wenn ich auf den Button drücke, dann passiert auch genau das, was ich vorher nämlich mir gelernt habe in der Fortbildung als Lehrer. Das macht Sinn. Wir brauchen auch die Computerräume. Und Sie haben, das will ich ganz deutlich sagen, Sie haben nichts falsch gemacht, wenn Sie bislang in die Computerräume investiert haben. Nur wir sind jetzt langsam einen Schritt weiter. Wir müssen über diese Computerräume weiterkommen und müssen hin ins WLAN kommen. Und wir müssen die Geräte der Schülerinnen und Schüler einsetzen,
aber nicht, das heißt nicht, dass sie leider, das ist meine Einschätzung oder unsere Einschätzung, entpflichtet werden, weiter in mobile Endgeräte anzuschaffen und möglichst homogen. Also nicht dieses und jenes und andere Geräte. Und das heißt ganz klar auch für uns, wir wollen, nachdem wir überall WLAN haben, auf dem ganzen Campus, wollen wir, dass alle Schulen, alle Klassenräume, und ich meine wirklich alle Klassenräume, inklusive der Aula und der Sporthalle, da wollen wir einen Beamer haben. Nein, wir brauchen kein Smartboard. Das war eine PR-Geschichte, haben wir zum Teil sinnvoll mitgemacht. PR-Geschichte ist unsere Einschätzung. Wir wollen Beamer haben, damit wir das Tor zur Welt öffnen können mit unseren mobilen Geräten, anschließend zeigen. Und dann sind wir einen großen Schritt weiter, wenn wir, zumindest an unserer Schule, diese Ausstattung dann auch noch hätten. Damit kommen wir letztendlich wieder zu der jungen Schülerin, die das Gerät in der Tasche hat und das wir ja auch gerne einsetzen wollen. Damit kommen wir zum Ende. Wir bedanken uns für Ihr Interesse und stehen Ihnen natürlich für Fragen zur Verfügung.